Endlich sind sie da, die Premier League und BWSL Ligen Upgrades. Das könnte endlich auch unser Packlack befeuern, das bei mir schlicht und ergreifend aktuell nicht existent ist. Ja, so schön hätte es sein können, aber nicht mit EA. Wer ja FC24 oder FIFA kennt, wir haben immer diese ligenbezogenen Upgrades gehabt. Ja, zum Totti vor allem, auch hier setzt es noch mit Premier League und BBSL. Wir hatten gehofft, dass wir das auch heute bekommen, aber nicht mit EA, was natürlich sehr, sehr schade ist für alle, die craften und die wie ich momentan eine absolute Durchstrecke haben in Sachen Packler. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Schreib gerne mal in die Kommentare, was dein bester Pull ist, weil ich habe seit Freitag einen Premier League Tots gezogen. Das war der Gabriel und das ist es. Und ich mache alle Packs auf, ich grinde Picks. Ja, ist ja super einfach aktuell zu craften, wenn man so kleine UV-Liste hat und ein bisschen so diese Tauschvorgänge, Picks etc. anwendet. Schauen wir uns gleich an, was man da noch machen kann, aber ich bin ein bisschen schon irritiert, warum diese Ligen-Upgrades heute nicht gekommen sind. Ja, keine Ahnung was, ich habe mich jetzt da schon ein Stück weit drauf gefreut, vielleicht kommt sie auch morgen noch, aber dann haben wir nur noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann kommt schon das Bundesliga-Tots und dann gibt es auch wieder was, was sehr, sehr verwirrend ist. Was kommt denn eigentlich nach dem Bundesliga-Tots? Da gibt es zwei unterschiedliche Auskünfte von EA. Ja, schnallt euch schon mal an, servus, grüße, dann würde mich übrigens freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Heutiger Content, erstmal, ja, muss ich sagen, grundsätzlich ist er nicht ganz so schlecht, wie ich im ersten Moment dachte. Aber er ist halt auch nicht, es ist so ein klassischer Montags-Content, hat vorher einer gesagt. Und da gehe ich auch tatsächlich mit. Ja, so ein klassischer Montags-Content und heute wären halt extrem viele Sachen möglich gewesen. Macht's bitte eure Tagesanmeldungs-Challenge. Ich glaube, da gibt es heute auch irgendwas. Moment, ich schau mal, was es gibt. Und zwar das 83x2. Okay, ja, das ist in Ordnung. Aber es wäre jetzt krass. Ich habe jetzt seit gestern, ich sage es euch mal kurz, ich will mich nicht beklagen über Packluck in FC24. Ich habe dieses Jahr sehr viel Packluck gehabt, das gebe ich zu. Aber ich habe jetzt 6 Mal in Folge diese 84x7 Packs geöffnet. Und ich hatte am Ende, nach 5 Mal ohne Tots, einen Tots und das war Muslera. Ja. Dann crafte ich seit Freitag nahezu durchgehend Picks. Wenn ich jeden Tag mindestens 2-3 Stunden, wenn ich live bin, crafte ich Picks. Ja. Kein einziger Premier League Tots. Dann ist es bei mir so, den einzigen Premier League Tots, den ich bisher gezogen habe, ist Gabriel aus dem 84x7, was heute wieder als Refresh gekommen ist. Okay? Das soll jetzt nicht sagen, der jammert da rum, sondern ich finde es einfach nur komisch, weil es so anders ist im Vergleich zur letzten Woche. Bei der Tots Live Woche, die Tots Karten, die haben es einfach nur so bam, 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 haben es rausgehauen ohne Ende. Also es war brutal, wie viele Tots Karten man da ziehen konnte. Ich habe letzte Woche, keine Ahnung, 45 gezogen und jetzt nur Musleras, Moiwuppen und wie sie alle heißen, die günstigen, mit denen man halt super Coins machen kann. Ja, das ohnehin, Freunde, mich hat es übrigens gestern komplett gefreut, dass so viele von euch berichtet haben, dass es so super läuft mit der UV-Liste. Habe auch heute wieder ein paar Inspirationen dabei. Aber so muss ich halt sagen, auch wenn wir die Coins machen und die Coins auch ja, dazu reichen, dass man unendlich craften kann. Aber ich frage mich halt, wenn ich 50 Picks mache und keinen Tots ziehe, dann ist die Motivation, geht halt immer irgendwie runter, weil die, natürlich will man was ziehen, natürlich will man Spaß haben. Und so hoffe ich einfach nur, dass die Packweight nicht nur in diversen Store-Packs gut ist, weil da haben aber einige auch berichtet, dass sie die 750k-Packs geöffnet haben und extrem schlechte Packs bekommen haben. Also könnte es schon wieder sein, der Verdacht liegt schon wieder ja, ein bisschen neu, dass EA da so ein bisschen die Packweight-Dinge wieder angezogen hat, so wie man kennt, wisst ihr es noch, die erste Woche beim Full Release beim Totti, als einfach tausende von Packs geöffnet wurden und keine Totti-Karten rauskommen. So hat es sich für mich jetzt am Wochenende schon ein Stück weit angefühlt. Aber vielleicht wird es ja noch besser. Ich meine, Packluck kann man nicht einfordern, kann man nicht davon ausgehen, kann man nicht erwarten. Das Einzige, was man machen kann, man kann die Packs immer hier weiter öffnen und irgendwann, wenn der Account dann mal dran ist, dann war das ganze Gejammere jetzt hier umsonst, weil dann hat es sich gelohnt. Ja, ein so ein Van Dijk, ein so ein Salah und zack, waren die letzten 3 Tage Grind, war es wert. Also daher bleiben wir auch dran. Wir haben heute die 81 Plus Picks bekommen. Ich mache jetzt mal einen testweise. Wir machen es wieder wie letzte Woche. Jeder einen Pick. Ja, und dann in die Kommentare schreiben, was es war.
Bin gespannt, wer mich bricht mit seinem Packlack wieder. Jetzt bin ich eh schon so ein bisschen am Packlackboden. Bin gespannt, wer von euch jetzt hier wieder einen raus. Hey, ich hab nur den Pick nur wegen dir gemacht und ist Van Dijk rausgekommen. Hat man letzte Woche übrigens beim Tots Live mit Bruno. Aber da war okay, da habe ich Modric gezogen. Ja, 84er. Okay. Also wir geben den Picks, die 81 Plus, nochmal eine Chance. Derselbe Content wie letzte Woche, wie vor 2 Wochen, einfach wieder refreshed. Ja, zack, bumm, wieder hin, refreshed. Ja, macht's was draus. Auch 85 Plus Pick ist gekommen. Das möchte ich lobend natürlich hervorheben, denn wir haben endlich was für unsere 84er. Und die 84er, wer viel craftet von euch, der weiß, dass 84er ein riesengroßes Problem sind, dass man teilweise die SBCs overpaid, damit man halt einfach die 84er losbringt. Jetzt haben wir hier den 85 Plus Pick. Ob der gut ist, ich weiß es nicht. Ich habe 1,86 und 1,87 gezogen in den ersten beiden Grad. Ja. Wir schauen auf jeden Fall mal rein. Vielleicht ist es einfach jetzt an der Zeit, dass der dritte Pick gönnt. Wenn nicht, dann waren es 3 Picks ohne Tots. Mal schauen. Aber schön ist es auf jeden Fall zum Recraften für die 84er. Und wenn man dann was Gutes kriegt, eine High-Rate-Karte, es ist ein Tots. Immerhin. Juhu. 56, Truesberry Hall. Ja. Was, die geht super IV übrigens. Anker drauf plus 5k fertig. Ja, ich hoffe, ihr habt es mehr geklickt. Das kann ich jetzt nicht machen, da habe ich jetzt momentan nicht so viel Futter. Aber man kann mit den Picks wunderbar arbeiten. Also, ich erkläre es jetzt nochmal kurz, was ich mache. Gell? Für diejenigen, die Crafting-Fragen haben. Ich habe meine IV-Liste gebaut. Ja, hier läuft super. Ich habe, glaube ich, seit Samstag schon eine gute Million Coins gemacht. Ja, Merino ist jetzt nochmal raus, den kann man wunderbar plus 5k anbieten. Und das alles, was ich da verdiene, packe ich dann in die Tauschvorgänge rein. Oder wenn ich Bock habe, in so einen Shoppack, das habe ich vorher kurz überlegt, weil ich habe meine Coins gut verdoppelt jetzt, hätte mir ein Shoppack einfach leisten können. Aber irgendwie habe ich so schlechte Packs gesehen, diese 750k Tradable etc., dass ich da einfach noch nicht so ganz überzeugt bin. Ja, ich war jetzt mal weiter grinden die Liste, aber ansonsten mache ich es einfach so, dass ich mir heute halt dann die Coins ja, ihr tradet mit UV, das läuft super. Ja, wir haben jeden Samstag hier auf dem Kanal ein komplett ausführliches Trading-Video. Wer es noch nicht angeschaut hat, gerne mal reinschauen. Gibt es auch für Bundesliga, was jetzt dann kommt. Noch ein paar coole Hinweise. Und dann schaue ich einfach, okay, entweder ich habe jetzt hier die 89er im Verein. Wenn nicht, gehe ich einfach hierher auf eine 89er drauf. Meinetwegen nehmen wir einfach mal den Rodri. Rodri. Zack. Und dann hole ich mir einfach mit den Tagesgewinnen, die ich so mache, so 100k am Tag sollten easy drin sein. Der ist jetzt bei 26k. So einen Rodri für 51, außer die 88er sind günstiger. Wenn ich hier zwei 88er nehme, schauen wir mal, was der Griezmann gerade kostet. 10k, 11k. Ja, dann nehme ich zwei Griezmann. Ja, zwei Griezmann für 11k. Bin ich bei 22k, habe ich 3k gespart und kriege auch noch drei Karten mehr in den mit den 88 Plus Upgrades kriege ich 54. Und beim anderen kriege ich 51. Somit 3k gespart und 3k mehr bekommen. Durch die Trading-Gewinne packe ich den dann rein. Und dann mit den 54k, die ich da kriege, mache ich dann Picks. Ja, das hat in der Theorie oder in der Praxis die letzten Monate hervorragend funktioniert. Unglaublich gut. Aber seit jetzt Premier League Tots da ist, ist da ein bisschen Ebbe. Ja, hoffe ich natürlich, dass es besser wird. Aber wer halt craften möchte und die Coins-Einnahmequelle hat, kann halt das so easy machen. Kann ihm halt dann auch irgendwie ein Stück weit egal sein. Irgendwann ist man dann schon dran. Ja, kann man immer so sagen. Aber man verliert halt, wie ich gerade schon gesagt habe, die Motivation, wenn man so weitermacht. Fakt ist, ich würde es jetzt einfach so machen. Dann mit den Picks, die ihr macht, craftet ihr euch die 85 Plus Picks und die 84x7 Packs und dann das 83x7 Premier League Ding. Wer jetzt sagt, nee, ich habe lieber Bock auf eine Spieler-SBC, da kam heute die Kelly, Chloe Kelly, wer EM-Finale gesehen hat, Deutschland gegen England, der hat hier, glaube ich, Bedenken bei ihr. Unglaublich, wie unsympathisch die da aufgetreten ist. Aber sie ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte in FC24. Kostet zwar 1 Million Coins, hat aber gute Stats. Ja, die Fantasy-Karte, oder war sie, glaube ich, eine Fantasy-Karte, war sehr beliebt. Ja, hat auch Playstyles da, wer sie craften möchte, wer sie spielen möchte. Ich glaube, mit der Karte kann man sehr, sehr viel Unwesen treiben, vor allem in der schwitzigen Weekend League und in den schwitzigen Rivals derzeit. Somit ist es ein Bockding. Ich sehe jetzt hier auch keine offensichtlichen Nachteile, nur dass wir halt die Fantasy-Karte haben, die da irgendwie so ein bisschen so ähnlich ausschaut, nur hier über noch plus 1 drauf ist. Ja, ist halt eine Tots-Karte. Ja. Hat halt dann noch diesen Flair. Also kann man halt dann variieren, entweder ich mache die Picks,
Und die Tauschvorgänge weiter und grinde unendlich die Picks, wenn ich die ganzen Upgrade Packs etc. hier durch habe. Oder ich grinde mir meine Spieler-SBC, auf die ich Bock habe, und habe parallel noch die Möglichkeit, halt eine gute Karte zu ziehen aus den Picks. Ja, ich für meinen Teil werde jetzt die 81 Plus Picks mal kurz den ganzen, ja, morgen denke ich mal, wenn wir live sind, dann mal die ganze Zeit testen, dann können wir Fazit ziehen, ob es wirklich gönnen. All in all, der Content ist es halt jetzt. So, ich habe aber noch was dabei und da bin ich gespannt, was ihr sagt. Zum einen schreibt ihr auf ihrer Seite, ja, was nach dem Bundesliga-Tots kommt. Da steht jetzt hier auf der einen EA-Seite, EA.de Games, steht am 10. Mai Ligue 1 und am 17. Mai La Liga. Dann sind wir auf einer anderen Seite, auch auf EA-Plattform, da steht dann, dass am 10.5. La Liga kommt und am 17.5. Ligue 1. Ja, was ist nun richtig? Kommt jetzt erst La Liga oder erst Ligue 1? Selbe Seite, EA Sports, zwei unterschiedliche Angaben. Okay. Wollte ich nur mal hier reinstellen, unabhängig davon, gehen wir jetzt auf das favorisierte Tots meinerseits zu, ja, La Liga und Bundesliga, Bundesliga noch ein Tick geiler. Das ist unser Heimtots, unser Heimspiel. Ich wünsche mir so Karten wie Musiala, Team of the Season, Tell Tots Moments oder ein Davis, den bringen sie schon wieder irgendwie unter. Alfonso Davis, da haben sie immer die Argumente. Und was ich noch richtig geil finden würde, Freunde, und das ist so ein Herzens- und Bockding. Denkt mir an die Zeit zurück, 2010 bis 2012, 2013 auch noch mit drin. Mario Götze, Marco Reus, Lewandowski, Jürgen Klopp, die Bender-Zwillinge. Ja, dann Subotic, Hummels, Großkreuz, Schmelzer, Błażejkowski. Ich kenne sie alle, ich kenne sie alle. Weidenfeller im Tor. Und dass man halt irgendwie so ein Konzept hätte, wo EA diese Spieler nochmal rausbringen könnte von ihren Vereinen damals. Wie Mario Götze jetzt in der Zeit Ära 2010 bis 2012, zweimal deutscher Meister, absoluter, ja, Newcomer, unglaublicher Shootingstar. Und dass man da sowas mit BVB-Logo nochmal sehen würde, würde ich selbst als Bayern-Fan komplett feiern. Und ja, sollte das nicht gehen, weil die Lizenzen einfach nicht da sind. Auch so eine Tots-Moments-Karte von Mario Götze ist natürlich immer in, ja, eine Möglichkeit, weil es gibt ja pro Team of the Season soll es ja drei Tots Moments geben, vielleicht auch sogar vier, so genau nehmen sie es oft nicht, habe ich gesehen. Ja, dann kann man schon davon ausgehen, dass so Götze oder so Marco Reus und hoffentlich dann, wenn es nächste Woche losgeht, ja, mit Bundesliga, dass sie die Mixed Tots liegen. Die haben es, die gehen übrigens bei Mixed Tots liegen, das habe ich gerade gesehen, die gehen übrigens bis Sonntag, ja, verfügbar 5 Tage. Sofern man dem Ladescreen glauben kann, das ist ja auch bei ihr immer ein bisschen fraglich, gehen sie bis Sonntag, 5 Tage, 23 Stunden und die Premier League Tots bis Freitag. Ja, somit können wir davon ausgehen, dass die Mixed Tots, der Refresh, dann ein neues Mixed Tots am Sonntag kommt und hoffentlich sind dann die Zweitligakarten dabei. Ja, mit einem Usun, mit einem Ouedraogo, vielleicht nicht, der war zu schwach, oder mit den Kielern, mit den St. Pauli-Karten, mit den starken Düsseldorfern, mit vielleicht sogar einem Benesch, der Topscorer ist in der zweiten Liga. Habe ich mich informiert, bin ich jetzt komplett am Start beim HSV zumindest. Bin ich gespannt, ist für mich auf jeden Fall dann das Tots, worüber ich mich sehr freue. Und hoffentlich ist dann auch die Packweight besser. Ich bin echt gespannt, was euer Eindruck gerade ist. Vielleicht habe ich mich einfach nur, ja, vielleicht bin ich einfach nur zu verwöhnt gewesen beim Tots Live. Ich weiß es nicht. Danke fürs Anschauen. Wir sehen uns morgen wieder selbe Zeit. Danke für das tolle Feedback übrigens hier auf dem Kanal. Es macht unglaublich viel Spaß, den Content hier aufzubereiten zu dürfen für euch. Und ja, gerne noch Video liken, wer es nicht getan hat. Peace out. Bis morgen. Habt einen schönen Abend. Und ganz viel Backlog, anders als bei mir.